Für mich ist das intensive Jahr 2019 wie im Fluge vergangen. Und auch beim Hamburger Abendblatt haben wir eine ganz neue Flughöhe erreicht und richtig viel bewegt. Immer wieder ist zu hören von diesen düsteren Szenarien mit sterbenden Zeitungen, die unter massivem Auflagenverlust leiden. Ja, diese Beispiele gibt es leider tatsächlich. Aber nicht bei uns, nicht in Hamburg, beim Hamburger Abendblatt. Das darf ich durchaus mit etwas Stolz sagen. Wer sich nicht vor der Zukunft verschließt, neue Dinge ausprobiert, stets mit offenen Augen und Ohren durch Hamburg und die Welt geht, der wird auch Teil der Zukunft sein, so wie wir beim Hamburger Abendblatt. Wir haben die Segel im schwierigen Fahrwasser richtig gesetzt und im vergangenen Jahr uns zukunftsfähig aufgestellt. Dafür möchte ich an dieser Stelle der gesamten Mannschaft ein großes Lob und großen Dank aussprechen. Aber was haben wir in den vergangenen Monaten alles geschafft? Was waren die Highlights? Wir haben ein neues digitales Abo-Modell eingeführt, das alle Erwartungen weit übertroffen hat. Wir haben eine Vielzahl neuer Premium-Magazine auf den Markt gebracht und ich weiß, es macht nicht nur mir viel Freude, in diesen zu lesen. Wir sind ständig in der Stadt mit Events und Aktionen präsent und nicht zuletzt haben wir mit einer Vielzahl von Podcast-Formaten gestartet und diese auch äußerst erfolgreich vermarktet. Das Hamburger Abendblatt ist und bleibt die starke Medienmarke im Norden, eine der stärksten in Deutschland überhaupt. Eine Marke inzwischen auf verschiedenen Kanälen. Es gibt das Hamburger Abendblatt aber natürlich auch weiter auf Papier. Aber auch als E-Paper, als App, als Bewegtbild, als Podcast, auf Instagram, eben das volle digitale Programm. Das Hamburger Abendblatt hat ein ganz wunderbares Jahr hinter sich, vor allem publizistisch und journalistisch. Und das ist für uns und bleibt für uns das Wichtigste. Auch im neuen Jahr soll es für uns so weitergehen. Und genau deshalb lautet das Motto des Neujahrsempfangs in diesem Jahr: Hamburg, meine Wahl. Wer, meine Damen und Herren, braucht eigentlich Freikarten für ein Konzert der Rolling Stones, wenn er zum Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts kommen kann? Für mich als Geschäftsführer ist es zwar erst der zweite Neujahrsempfang, trotzdem habe ich schon jetzt ein Gefühl dafür, wie es sein muss, die Vorgruppe der Rolling Stones zu sein. Ich bin offensichtlich nur das Aufwärmprogramm für unseren Chefredakteur, auch wenn ich den natürlich nicht mit Mick Jagger vergleichen möchte. Denn erstens ist er unwesentlich jünger und zweitens hoffe ich doch sehr, dass er gleich nicht anfängt zu singen. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Neujahrsempfang und vor allem ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020. Und jetzt viel Vergnügen mit Deutschlands frisch gewählten Blattmacher des Jahres. Begrüßen Sie mit mir Lars Haider.